Also Leute, ich würde mal sagen, wir zocken jetzt ein bisschen, aber können gerne weiter Chatty-Chatty machen. Quest, eine Flamme in der Dunkelheit. Oh, neuer Follower. Das Wesen in den Minen suchen. Da sind wir jetzt schon ziemlich weit. Die Ketten haben wir schon einigermaßen durchschlagen. Ich mache mal Sound laut da. Danke, Chris LaFunk. Ich war oft mit einer Big Bang auf der Bühne und Spaß gemacht, aber den Stress brauche ich nicht. Verstehe ich. Ich brauche es lauter. Chris LaFunk wieder krass schnell. Ihr seid super Team. Echt mal fette Ehre an unser krasses Mod-Team. Muss ich echt mal so zwischendurch sagen. Nochmal vielen, vielen Dank. Here's to the finest crew in Star. Nee, wir sind echt, der Stefan und ich sind sehr, sehr glücklich über unsere Mods. Wir haben echt Kesselknicker, Hallöchen. Coole Mods, super Mods, eine super Kombi in der Summe. Ganz, ganz toll. Echt fettes Merci dafür. Wie lässig ihr ohne Allüren miteinander zusammenarbeitet und uns unterstützt. Das ist uns schon bewusst, sind wir uns echt gewahr. Vielen Dank dafür. Salazar Ricardo, kannst du dich noch erinnern? Es gab mal Lindor eine Show mit einer krassen Wasserschande, bevor du bestimmt wurde. Ja, weiß ich noch ganz genau. Das war im Sommer. Das weiß ich absolut noch. Das weiß ich absolut noch. Da habe ich nämlich, bin ich über Rot gefahren, habe 6 Punkte bekommen. Also ich fand den Sound der Lounge sehr schlecht. Lag aber vielleicht auch an der Schreifreuigkeit der anderen Gäste da oben. Ja, wahrscheinlich, ne? Viele wussten merklich nicht, so was sie hingehören mit den normalen VIP-Bahnen. Am Anfang waren schon viele verwirrt, wo sie anstehen sollen. Sowas halt. Ah ja, so einfach so Abläufe. Ah. Aber sowas kann man doch gut weitergeben. Kesselknigge, Bastefka, beste Comedy. Naja, beste, also gute Comedy. Ja, beste weiß ich jetzt nicht. Ist halt so eine Meinung, ja. Prinzipiell Respekt vor Bastefka. Ha, ich habe 3-mal im Club als DJ aufgelegt. Achtung, Achtung! Ist auch nicht so mein Ding. Circa 5 Jahren würde ich nicht in meinen Club spielen. Halten Sie Hände an Lenkrad und fahren Sie rechts ran. Kommst du mit der Nervosität nicht klar? Dann geben Sie einfach Vollgas. Jetzt nochmal so Ketten. In der Mine nach dem Wesen suchen. Sollen wir mal gucken, ob es wieder rechts wenden. Das ist definitiv die falsche Richtung. Also prinzipiell ist das ja nicht die verkehrte Richtung. Die Ketten da losschlagen, oder? Ach, guck mal hier. Hey! Alter! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es geht. Hätte ich nicht gedacht. Neue oder alte Ketten? Es sind geölte Ketten, mein Lieber. Geölte Ketten. So, die haben wir gelöst. Komme ich da irgendwie runter? Nee. Ich glaube, dass jeder Künstler mal diesen einen Auftrag hat, der vor dem nach hinten losging, weshalb die Universität bei den anderen, bei weiteren nie wieder weggeht. Ist so. Was hat es mit dem Eagle auf sich? Das kommt vom Golfen, als wir gegolft haben, konnte man einfach mal den Eagle starten und hat sich das beibehalten. Dass man das einfach so triggern kann, weil wir dann immer so, man konnte bei Golfen wetten und dann war der Eagle so ein, macht der Par, Birdie oder Eagle. Jetzt habe ich einen neuen. Ich bin vereist und jetzt ziehe ich eine Seele raus. Hier wurden sie krank. Guter Schuss, als er auf mich zugesprungen ist, oder? Und so starb einer nach dem anderen. Wir werden bald hier raus sein. So ein Miniboss war. Wir beide.
Mein inneres Kind hätte dich gern nah bei sich. Mein inneres Kind? Ich habe auch so ein inneres Kind, Bruder. Mein inneres Kind würde dich jetzt ausziehen. Good Gaming, danke, Blue Eyes. Magnetit gab's. Mein inneres Kind würde dir jetzt gern einen Knutschfleck machen. Mein äußeres Kind? Bei mir kämpft aber das innere Kind mit dem äußeren Kind. Kennst du das? Die Karre da, die Lore. Wenn du wirklich was weitergeben tust an Veranstaltern, dann kannst du ihm ihr sagen, dass die Kunden nicht nur Türen bewachen soll, sondern sich auf das Benehmen der Gäste konzentrieren. Mach ich. Ist gut. Das ist interessant. Klar, Mann. Wir kennen den Veranstalter. Das war ja auch sein erstes 90s-Event. Okay, wieso kann ich das da hinmachen? Ach, das habe ich ja vorhin dahin geschoben, dass ich überhaupt da hochkomme, oder? Das haben wir schon gemacht. 18 Meter. Ja, das war auffällig, dass da ein bisschen viel... Ich meine, die haben ja das dafür gezahlt, ne? Dass da ein bisschen viel Leute zu viel getrunken haben. Backstage. Im Dings, VIP. Vielleicht haben die auch zu hart ausgeschenkt. Weil es war echt auffällig, dass im VIP so viel besoffen waren, oder? Haben die es ein bisschen zu gut gemeint in Köln? Ich weiß, der Gestank ist schon längst verflogen. Aber ich könnte schwören, dass ich ihn immer noch rieche. Muss aufpassen, wenn surfen wollte ich da, muss ich aufpassen, wenn ich auch trinke. Da sind dann so viel dran beteiligt, natürlich leicht auf den Veranstalter zu zeigen, wovon... Ah, der hat ein offenes Ohr. Das ist ja dann vor Ort auch immer, das ist ja jedem Ort... Die Security zum Beispiel, die kommt ja dann wieder von dem vor Ort. Die reist ja nicht mit, ne? Oh, da ist wieder eine Kette. Also mit den Ketten finde ich bis jetzt gut, sage ich jetzt. Kurz bevor es mich total ankotzt wahrscheinlich. Ah, da sollen wir was untersuchen. Ei! Da können wir nicht runter. Mit den Ketten, das kommt schon geil, ne? Eine gute Eventsiegel kommt von außerhalb, damit keine Freunde umsonst reinkommen. Mahoney Timo! Anscheinend schon, ne? Wir kommen näher. Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt. Da hat uns jemand ein Lagerfeuer hinterlassen. Diese Ketten, ein Echo, glaube ich. Wow. Mein Nachbar ist in der Security-Branche, Monika Kassel, arbeitet aber in Bayern. Ah, cool. Ja, Security ist echt wichtig. Frogbender, moin. Immer 2 Wochen Schicht, 1 Woche frei. Aha. Krass. Das ist ja echt nochmal eine Wissenschaft für sich, oder? Anscheinend. Security, Security. Hauptsache das Wasser kostet nicht doppelt auf der anderen Seite. Jetzt wird's richtig böse hier. Was sich hier auch herumtreibt, verleiht ihm Leben. Noch ein Geist, der die Wut niederer Schemen für seine Zwecke ausnutzt. Hier geht es um die Qualen der Deborah Comenius. Ja. Und die Schuld der Menschen von Yuin. Ist wieder bei der Bundeswehr. 2 Wochen arbeiten, 1 Woche Streik. Man hat mich hier zum Verrotten zurückgelassen. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Aber zieht rein, das Game ist gut. Oh, da haben wir ein Lagerfeuer. Da machen wir uns Rotwein auf. Red, red wine. Also wenn da ein Lagerfeuer ist, dann heißt es auf Deutsch, Achtung, bald kommt ein krasser Fight. Ausruhen. Kann ich was aufleveln? Ey, schon lange nicht mehr, oder? Bin ich so gemaxt oder was? Was habe ich eigentlich? Scheiße, kann ich aufleveln. Ah, ein Schaß! Ich bin voll gemaxt. Dass du das immer noch spielst. Krass, oder, Holzmove? Wie findest du das so?
Wird das Event irgendwo ausgestrahlt? Das ganze Event weiß ich nicht. Ich glaube, Sat.1 hat Werbesachen aufgenommen. Ob das Ganze ausgestrahlt wird, ich glaube, ich bezweifle es. Aber Sat.1 hat jedenfalls mitgefilmt. Wie weit dann das komplett verwerkstückelt wird. Chisinger, es gibt heute einen Banda Azul, das blaue Band. Bloppy, bloppy, bloppy. Marathon Man. Ja, ungewöhnlich für mich. Ja, ich will es halt schon. Also ich bin schon so, dass ich ein Spiel dann schon auch finishen tue, Holzmove. That being said, ich muss eigentlich nur noch das Finale spielen von Hogwarts zum Beispiel und von Dead Island 2, da bin ich auch noch vom Finale entfernt. Ist ja auch ein cooles Game, Scotty, oder? Fast so cool wie Cyberpunk. Talomeus, Talomeus, Talomeus. Also da haben wir das hier gespeichert. Sechs. Da geht's nicht weiter. Den anderen Gang gehen. Den Gang, gesprengte Ketten, oder? Außer die Höhlen, an die man rauskommt. Ohne Rage. I fucking hate it. Sag mal, da sind wir so sind wir reingekommen. Da haben wir hier Ketten gesprengt. Hier war das, oder? Was ist denn das für ein Sound, aber das... Das wird schwierig. Was können wir da machen? Da oben waren wir noch nicht. Ah, ich sehe Efeu incoming. Efeu incoming, Bruder. Das Herz ist dein. Die Wurzeln sind mein. Oh fuck. Follow me, follow you. Follow me, follow you. Das ist krass. Na, die Kohle abnehmen. Hallo, danke für den Follow. Ey, der Bötti ist da. Hallöchen, wie war die Schicht gestern? Habt ihr jetzt auch Sound auf dem einen Ohr, auf dem anderen Ohr? Sozial. Ich glaube, das wird eine schwierige Wurzel, das sage ich dir jetzt schon. Da. Ach Gott, da muss er wie voll laufen. Da oben ist eine. Oh, das wird schwer, das sehe ich jetzt schon. Sound. Ich habe halt bis jetzt erst eins gefunden überhaupt. Da oben ist eine, das andere. Ja, das andere ist da, ist eins. Das kann ich von hier schießen. Kann ich von hier schießen. Okay, dann geht das dritte irgendwo da runter. Irgendwo da unten. Aha, da unten. Das kann man von hier schießen. Das kann man von hier schießen. Also man geht dann da runter, die geht hier hin, wirft es, geht da runter. Ich schlitze das korrumpierte Herz auf. Du nimmst die Wurzeln aus. Aber probieren wir es einmal, okay? Oh, krass. Dass ich da oben bin. Oh, krass. Das ist wieder... Ich sag nichts, ne?
Ja. Das stört eh nicht, da habe ich schon erlebt. Naja, schaffe ich nicht. Wie soll das gehen? Also, du schießt hier. Du schießt hier. Warte, gehst rüber, rüber. Und dann schießt du hier schnell. Boah, es ist schwer. Mega schwer. Das dauert 30 Versuche. Schon falsch. Na, fuck, ey. Es gibt keine Stelle, wo du alle drei triffst. Du die Wurzeln freigelegt hast, zerstöre ich sie. Bullshit machst du. Fast. Das Fiese ist, dass da was davor ist. Knapp. Das heißt, den unteren muss ich von allen. Ich weiß, wie ich es mache. Ich muss den. Die geh, geh, Junge, geh. Ach. Scheiße! Ich hasse es, dass es so knapp ist. Immer eine Millisekunde mehr kann man schon geben. Das ist bei dem Spiel echt immer sehr knapp bemessen. Rage incoming, ist echt so, Rexy. Ach, come on! Viel schneller geht's doch gar nicht. Das ist bei dem Spiel echt kacke gemacht. Weil er halt auch 100 Jahre lädt, ja? Wie soll das noch schneller gehen? Das war doch jetzt getroffen. Das war doch jetzt getroffen. Und nur so kann es gehen. Gibt's Gewehrstelle in Holzmove? Leider nicht. Das ist die Kacke. Das müsste eh geben. Das wäre gut.
arschknapp. Aber der Erkan-Meister hat es geschafft. Oder? Kindergarten. Unterfordert mich total. Das Spiel unterfordert mich. Krass, oder? Hallo, Pequil! Hey, how you doing? Aber hast du gesehen, wie knapp das war? Hast du gut gemacht, Gagan? Da, das höre ich doch gerne. Ich weiß gar nicht, ich habe so viele Ressourcen. Aber du brauchst ja eigentlich diese Heldensachen, diese Geiselanlagerung und Edelsteine und sowas. Den anderen Scheiß, da konnte man einmal bei so einer Hexe krasses Zeug kaufen. Aber später nicht mehr. Wo ist wieder Pinkel? Verschlossen, oder? Super. Wir brauchen einen Schlüssel. Ha, ha, ha. Du krassen Respekt, Erkan. Du bist voll der gute Gamer. Dankeschön. Dann krieg ich jetzt diesen Bastardinovic-Schlüssel. War der hier irgendwo? Hab ich den übersehen? Was? Du denkst immer, wer baut denn das alles, ha? Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Kannst du den Low-Scheiß nicht verkaufen? Ja, der Trackmaster, das denke ich mir auch immer. Und dann plötzlich heißt, man braucht das und das und das. Ich habe mal ganz viel Leder verkauft und dann hieß es plötzlich, ich brauche ganz viel Leder. Aber den Loot, ich kann eh nicht mehr so viel aufleveln, weil ich habe eigentlich schon ziemlich auf Max das Zeug. Für was habe ich die Kette eigentlich gelöst? Oh, schau mal. Die hat auch wieder nur Kack, die Truhe. Blaue Truhe, was hat sie? Ah, da baut aus. Hexenstein, ich weiß nicht, wie viele Hexensteine ich mittlerweile habe. Weiß ich, was ist dieses Rinn-Rinn-Rinn-Geräusch eigentlich? Ja, auf jeden Fall haben wir eine Kette gelöst, ne? Da können wir gar nichts lösen. Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das gelöst hier raus? Was ist Stress, ey. Lena Kaiser, Löchchen! Buongiorno, Brigivaisa! Also, es sagt, ich soll da hingehen, da kann ich aber nicht hin. Und was rattelt da rum? Mal die Kette haben wir gelöst. Ich meine, wird ja einen Grund haben, dass wir da hoch können, oder? Da ist kein gelbes Kettenglied. Sehr oberasozial, oder? Wo müssen wir denn hin? Doch, nochmal hier hoch. Das O in Erkan steht für... Oh. I don't see no O. Das O in Erkan steht für, ich gehe aufs Klo. Das war nur zum Loot abholen. Man ist ja lustig, der Rom-Rom-Rom-Sound, aber. Ja, leider sagt mir das Spiel nicht, wo ich hier lang soll. Das bedauere ich sehr. Wir entfernen uns immer mehr. Können wir auch nicht durch. Ja, aber ihr wisst es ja auch nicht, oder? Mein Spiel bringt mich hierher. Ja, der Sound scheint ja irgendwie ein Hinweis zu sein, dass da irgendwas ist. Muss ich sagen? Was sind denn die beiden jetzt? The world. Ich habe gerade einfach den Eva gekillt. The world krassesten Gamer. Ihr wisst es doch auch nicht, ihr Klugscheißer.
Klugscheißer Village hier. Klugscheißer People. Ach, hier kann ich lang. Schau mal, das haben wir noch nicht gesehen. Das ist neu. Das haben wir übersehen. Okay. Das haben wir übersehen. Klugscheißer People. Na? Ihr habt's nicht gefunden. Ey, du kannst, was die alles wissen, oder? Gar nichts wissen, ich hab's gesehen. Weiß alles. Direkt neben dem B für Bescheidenheit in Rex. Rex Scheidenheit. Weiter, Schlaweiler. Ey! Jetzt. Oh. Cheers, Digga. Mir dünnigt, mir fleucht, oder wie heißt es? Rum, rum, rum. Was war das? Rum, rum, rum Geräusch. Das sieht nach Bosskampf aus. Alter Schlaweuder, oder? Dich dünkt, jammer. Mich dünkt, mich dickt. Noch nicht. Mich dankt. Alter Schlaweuder. Entität. Mich dünst unterm Achselhaar. Stefan, 21:30, wenn du Bock hast. Erst später, oder? Si tu quieres. Si tu prefieres. Einmal die Tür reicht nicht. Ich hol dir schon mal die Ohrstöpsel. Ja, Mann, ich muss noch mal pissen gehen. Ich muss mal auf die mal pissen. Ich weiß gar nicht, in welchem Ozean die liegen. Was passiert, wenn wir es tun? Entität. Entität? Ja, ja. Böse sprechen immer im Echo. Schon mal aufgefallen? Greg, 21:30, Ziel. Ihr seid Deborah, nicht wahr? Die Deborah? Hat euch verhaften. Nein, ist die Entität. Ach, schon mal, die ist ja 200 Meter groß. Schon mal, wo du musst die knallen. Was ist ein Megageist, ey? Wenn wir es tun, sprecht ihr dann mit uns? Ha! Traue keinem Geist, der in Ketten liegt, kann ich da nur sagen. Wie dumm kann man eigentlich sein? Schau dir doch mal an. Die liegt da nicht umsonst in Ketten. Lag in Ketten. Gewesen sein könnte in Ketten gelegen. Es sieht nicht gut aus, meine Damen und Herren. Ich glaube, es gibt gleich einen krassen Bossfight. Und mit Pfeil und Bogen komme ich da nicht weiter. Läuft. Achtung. Ich glaube, meine Angriffe nützen nichts. Nee, die nützen nichts. Schlechtes Timing. Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Schlechtes Timing. Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Zwei Ketten haben wir geschwächt. Über dir. Die Kette stürzt ein. Verdammt. Sie greift alles an, was ihr im Weg steht. Digga. Bin ich da irgendwie ganz cool im Safe? Was ist denn das denn geil? Schwächere Glieder sehen. Schwächere Glieder? Was redest du von schwächere Glieder? Die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befreien. Mit Leidenschaft gezogen. Hat die Ketten mit Leidenschaft gezogen. Verbannen. Antea! Nein, nicht Antea. Böse, der Puppenspieler. Für was habe ich die befreit, ey? Für was habe ich die befreit? Asozial, oder? Ich befreie dich, sobald ich mich um die hier gekümmert habe. Lauf, Rexy, jetzt müssen wir viel blocken.
Loser-Fraktion. Wieso kann ich gegen dich blocken? Gemacht. Gib mir ein Zeichen. Hier entlang. Wo ist hier entlang? Glücksspiel. Wo bist du hin? Digga, ist ja fies gemacht, oder? Was ist, wo ist denn dein Zeichen? Digga, das ist ja fies. Ihr hört die rechts? Ich hab meinen Superkopfhörer nicht. Schön geblockt. Jetzt kann es ja nur noch hier sein, oder? Habe ich einfach immer falsch gewählt, oder was? Lass mich sofort gehen. Lass mich dir helfen. Ah, jetzt gibt's wieder Ketten wieder. Nächstes Mal klappt's. Fuck, wieso kann ich nicht schießen? So knapp. Gut. Ich kann die schwächeren Glieder. Das ist auch ein potenziell schwaches Glied, oder? Fuck, es war doch gerade gelb. Es war doch gerade schon gelb. Ich muss warten, dass das Glied wieder gelb ist. Fuck you, ey! Gut. Wo sind die letzten Ketten wieder? Ah. Erst sind sie der gelbe, ich weiß schon. Gut, wieder ein Kettenglied. Kann ich wieder machen? Ich kann noch was machen.
Wieder Heilverband. Nur drauf. Schon wieder. Nein, wieder ist wieder gefangen. Wieder das mit dem dunklen Nebel, oder? Shit. Der Puppenspieler. Wo bist du, Anthea? Ich jag euch alle zum Feuer. Oh, Baby, 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 ich habe kein Zeichen. Das ist bestimmt wieder die falsche. Den hab ich erwischt. Lass mich sofort gehen. Okay, darüber, darüber, darüber. Nun drauf, oder? Wo bist du hin? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, oder? Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Wo sind die schwächeren Glieder? Da ist es, da ist das schwache Glied. Wo ist das schwache Glied? Wieder drei Glieder. Schieß! Scheiße! Was ging davor? Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Mach! Gut! Da ist das nächste Schwachglied da oben. Schieß, schieß, schieß! Boah, es ist kurz, ey. Ach, weil sie jetzt nicht da ist, kann ich sie machen, oder? Ah, fuck. Nur wenn sie die sehen kann, oder? Yes! Jetzt hat sie ihn wieder erwischt. Wo ist das letzte Glied? Wo ist das letzte Glied? Wo ist das letzte Kettenglied? Das Glücksspiel jetzt aber. Gibt's noch Kettenglieder? Guter Block gibt ja auch Leben, ne? Fuck. Meine Kraft, Red. Wo ist das letzte Kettenglied? Ganz oben? Wo? Ich sehe kein Kettenglied. Wo ganz oben? Das ist ja kacke. Wo ist denn da der letztes Kettenglied? Das ist da oben, oder was? Da oben.
Das war's, oder? Ganz oben unterm Himmel, habt's gesehen. Da ist noch eins. Er hat noch eins, oder? Schlechtes Timing. Geh weg, geh weg, geh weg. Yes! Was für ein Schuss, was für ein Schuss! Hallo King Gold! Der Puppenspieler! Sag bloß, es war ein First Try, oder? Kaputte Marinette, Derby, yay! Oi, 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 Legendary! Good Gaming, oder? Scotty für die krasse Aktion, der will den Fall. Ey, haut halt voll die Bits raus! Scotty für 1000 Bits, du bist der Nerd, Mann, dankeschön! Bitcoin, dankeschön! Dankeschön! 100, 200, 300, 500, 500, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. First try, dankeschön. Scotty, 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 ich freue mich, wenn wir wiedersehen. Nächstes Mal müssen wir noch ein bisschen mehr quatschen. Dankeschön nochmal, Scotty, für den krassen Support. Bald spielen wir das Cyberpunk, okay? Fettes Merci nochmal an Scotty. First try, oder? Armer Puppenspieler. Nochmal fettes Merci, Scotty. Echt geil. Kannst auch anders als die Kiste. Megakampf. Oder Pekel. War geil. Fand ich eine gute Mischung. Also war machbar. Aber musst du schon wissen, man macht hin und her schalten und so. Ich glaube, es ist gut, dass das Gewehr so viel Power hat. Wenn die unerträgliche Stille zur finsteren Nacht wird. Wird die leiseste Stimme als der Anbruch. Müssen wir natürlich klippen, müssen natürlich jetzt in die VODs reinkommen. In YouTube. Deborah. Deborah, 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 Deborah. Hallöchen, Hallöchen. Hey, how you doing? Alles gut, Jobs, Job, oder? Jobs, Job. Jobs, Job. Steve Jobs, Steve Jobs. Was habe ich jetzt alles bekommen? Pass auf. Metamorphose, irgendein Schlüssel. Ich will nie wieder Eisenspeer und drei Geißelanlagen ist der Hammer. Deborahs Fesseln. Also drei Geißelanlagen ist schon fies. Und irgendwelche neuen Shoes oder was? Gucken wir mal in Inventory. Da. Also erstens haben wir ein krasses Gewehr bekommen. Also mein Gewehr macht 41er Schaden. Oh, das macht, also macht von der Bank, aus der Bank schon viel. Wenn ein Gegner mit einem Gewehrschuss oder im Gegner gekommen wird, erhältst du 15 Bannpunkte. Das habe ich. So. Auf 6. Das ist auf 4. Macht schon mal mehr Schaden. 4, Gewillenskraft 41, Gewitter 40. Vitalität ist weniger, aber Stärke Dings. Wenn ein Gegner mit dem Gewehr getroffen wird, versucht der nächste Gewehrschuss 60% mehr Schaden. Aufrüsten verfügbar. Aufrüsten kostet Geißelanlagen 1. Das geht auf 49, das geht auf Dings, es geht richtig hoch, das Gewehr. Das geht auf 59. Ja gut, dann müssen wir das natürlich ausrüsten, das andere Gewehr, oder? Weil das fängt... Ich habe auf 44, da fängt es an. Und die Säbel? Die 6er Säbel. Ich habe... Die 6er Säbel kann ich aufrüsten. Der Geißelanlagung auf von 17 auf 19. Also auf jeden Fall das geilere Gewehr nehmen und das mega aufrüsten, oder? Das hätte ich immer sage. Amulett, neue Ausrüstung. Eine 6er Ausrüstung. Guck mal, also ich habe ausgerüstet das hier. 10, 2, Geisterpunkte mit 10, 2, das ist 11, fängt mit 11 an, fängt mit 12 an. 10, 22, 23. 12, 20, 24. 40 Vitalität. Was ist denn da besser? Was ist denn da besser? 11, 12, 11, 27, Spektakel. Nur 20. Wenn man das aufrüstet, auch wieder Geißelanlagen. Das landet zum Schluss bei 32. Was habe ich? Ich habe hier. Also so viel toller ist es nicht, ne?
10, das hat jetzt schon 12. Aber, 214, Geschick, Vital 40. Schwachpunktetreffer mit dem Gewehr. Verursacht 200 zum Schaden an Gegner, die vom Einfang betroffen sind. Manifestationen kosten 50% weniger Geisterpunkte, aber Antea leidet 50 mehr Schaden. Das ist immer so, aber, weißt du? Wenn ein Gegner mit einem Schlagangriff besiegt wird, werden 20 Geister wiederhergestellt. Ausdauer, obwohl, da wird sogar die Ausdauer nach oben gehen. Vitalität geht massiv runter. Zorn geht aber stark nach oben. Geschick geht runter. Geist geht hoch. Gesundheit geht mega runter. Spektral geht runter. Weiß ich nicht, was jetzt da besser ist. Ha? Ich gehe jetzt mal pinkeln. Ihr könnt ja mal überlegen, was jetzt besser wäre. Würde mich interessieren, was die Runde so denkt. Ich gehe mal kurz pinkeln. Soll ich? Meines Gewehr müssen wir safe verbessern. Das Gewehr ist dreimal geil. Wie geht das Sprichwort? Ein Puppenspieler. Die Minen verlassen. Ich verlasse die Mine mal, gehen wir aufs Klo. Wurden alle von seiner Pein kontrolliert. Wir sollen jetzt da zurück. Da können wir natürlich mit dem Lagerfeuer reisen oder laufen. Da können wir laufen, ne? Ganz besonders Sebastian. Den Bergarbeitern widerfuhr Unrecht. Aber Panicken ließ Deborah verrotten. Das ist die Ursache. Also, was nun? Rex, also ich finde Erkan... Es ist Panicken schuld. Also ich finde Erkan sollte abrissen, den Geistern auch mal eine Chance geben. Ist so, oder? Nach ihrem Tod. Voll bei dir. Sind einfach zu krass. Schande für uns alle. Aber Helen Priest ist einem betrügerischen Geist hörig. Ach cool, das ihr ist der Aufzug. Ist jetzt funktioniert der Aufzug. Zu vertrauen. Am Ende müssen wir uns jedoch für eine Seite entscheiden. Wie so oft im Leben. Nie so oft im Leben. How so many times in life? Ne? Die Dragmeister. Morgen habt ihr ganz alleine mit mir das Vergnügen. Chef macht morgen Pause. Managen wir da weiter, oder? Das ziehen wir jetzt durch, oder? Der Erkan ist da so durchgewalzt. Bin richtig durchgewalzt. Ja, das sieht so einfach aus. Kannst du dir vorstellen, dass ich es nicht geschafft habe, mir Pfeifen dabei zu kaufen in Deutschland? Danke an W. Du denkst an Sebastian, richtig? Du weißt, dass ich bin, nicht wahr? Dass ich dachte, du bist du. Bin. Ja. Bist du dir sicher? Ja. 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 Auch wenn mein Kopf widerspricht, tief in meinem Herzen bin ich mir sicher. Herzen. Du Pfeife, The Trackmeister. Mega Pfeife. Wir wollen den längsten Aufzug. Der geht ganz ohne Strom. Schau mal. Die armen kleinen Geister, die den Aufzug. Boah, krass. Viel Tabak habe ich echt nicht mehr. Kannst du es glauben? Aufgabe für morgen, Pfeifentabak kaufen für morgen Abend.
Schaut's alt, schon immer alt aus. Was mache ich morgen für Sport? Und welche Radl fahren? Kurz. Hey, das Spiel mit den längsten Aufzugfahrten. Bernerschers. Was machst du beruflich? Ja, ich programmiere die Aufzugwände bei Aufzugsfahrten. Rauchen ist ja auch scheiße, ist ja wirklich. Was nicht alles scheiße ist, ne? Endlich. Du hast dich da unten wacker geschlagen, junger Lehrling. Dankeschön. Danke, Meister. Schmeckt aber gut. Okay. Turn around. Wie immer noch alles gesperrt ist, ne? Hätte ich auch durch die Tür gehen können. Die Tür gesperrt, ne? Krass, die Tür ist gesperrt, wie doof. Mit Fahrstuhlmusik wäre es angenehmer, das stimmt. Mach dich halt über Bang, nicht über Bang. Sorry, alle Aufzugprogrammierer, die hoffe ich, bin ich nicht zu nahe getreten. Stimmt, es gibt ja dieses mega geheime, mega krasse, mega Projekt, ein Erkan-Stefan-Game. Wenn das wirklich mal passieren würde, das wäre der Hammer. Wie krass wäre das denn? Das kann ich ja gar nicht glauben. Immer schön klauen. Kommt doch die Fahrschmusik an. Nein, das ist Meuterei. Nein, lang überfällig. Oh, jetzt verbannt ein. Seid ihr nicht in den Minen umgekommen? Bald liegen wir alle tot in diesen Minen. Kein Wort mehr aus deinem Mund. Und wehe, du bewegst dich. Obwohl er einen guten Schnurrbart hat, der Pennington, ist er für mich die durch. Die Minen wurden von ihrem Wahnsinn befreit. Ganz im Gegenteil zu euch, wie es scheint. Ihr habt das Wesen in der Grube verbannt? Wirklich? Ja. Es ist weg. Ja, der Puppenspieler ist Geschichte. Die Belagerung ist zu Ende. Aber freut euch nicht zu früh. Ihr steckt immer noch bis zum Hals im Dreck. Tief in der Scheiße. Ihr müsst für eure Taten gerade stehen und für alles, was ihr nicht getan habt. Zivilisten bin ich keiner Rechenschaft schuldig. Und Meuter. Kennst du es dann zu Palma 2 bei Karriere? Warum aber wieder? Den Toten seid ihr's. Nee, was ist das? Einst flehte euch eine Frau in Ketten an und ihr habt ihr Flehen ignoriert. Ah, das ist dieses Jahrhundertwende-Ding, oder? Das ist Stanford, das ist so eine Jahrhundertwende-Markthalle. Gesteht eure Zukunft. Erkan muss im Abstand Liftprogrammierer auswendig machen, sich bei ihm entschuldigen. Okay, die Trackmeister. Ich gebe zu, I will es gibt keine Zukunft. Tabak gerade ein paar. Und dass ich uns hierher führte, um unser letztes Gefecht zu kämpfen. Aber ach nee, es gibt standhaft. So Stanford, es gibt so einen geilen das gebe ich zu. So eine Markthalle. Ich kenne schon einen guten Tabakladen gegenüber vom Alaska. Wir sterben einer nach dem anderen. Dann warst du schon mal ein paar Mal, Rex? Wir schüren den Zorn. Aber wir bleiben standhaft und treu. Selbst die Witwen müssen das. Die Schuld frisst euch auf. Die Schuld frisst euch auf. Ihr nicht wusstet, googeln. Dass ihr in die Minen gehen solltet. Aber wir machen irgendwann mal Erkan Stefan Party in Mallorca. Das wäre geil. Nicht zu sterben. In der Grube. Mit Flug, Hotel, Bunnies, Eskortfrauen, Schaumkanonen, eine Döner. Schuld, eine tiefere Furcht. Captain, warum habt ihr Sebastian Priest in die Mine geschickt? Ich wusste, dass die Quarantäne hart werden würde. Ein kompetenter Kommandant musste für Ordnung sorgen, um sie bis zur Genesung am Leben zu halten. Ich wählte meinen Lieutenant. Das war ein Fehler. Oder ist sie böse? Wer ist böse von den beiden? Sie sind alle gestorben. Harlequin macht den Döner. Euer Gatte war kein Held, Mrs. Priest. Erst bringt ihr ihn um und wollt ihn nun auch noch seiner Ehre berauben? Ein weiterer wohlverdienter Sargnagel, Captain. Also, Helen, die Sache ist die... Nicht jetzt. Sie ist noch nicht so weit. Warum rebelliert ihr gerade jetzt, Helen? Wir bringen Antworten, während ihr eine waschechte Meuterei anzettelt. Warum? Wieso gerade jetzt, Helen? Sebastian kehrte verstört zurück. Ich was dachte, sie sich Gedanken macht. Ich meine, du musst erstmal diese 40 Stunden der Story eure schreiben. Die Mission war gescheitert. Ich konnte nicht mehr warten. Oder? Vielleicht seid ihr für die Tragödie in den Minen verantwortlich, Pennington. Vielleicht also ich finde, das Spiel hat jetzt schon Kultcharakter, oder? Wie seht ihr das?
Vor einigen Jahren habt ihr eine hiesige Frau der Hexerei bezichtigt. Ihr habt sie eingesperrt. Der Puppenspieler mehr so Spiele gehen. Oder hat echt deswegen. Cool Charakter, ja, ne? Auch Fairfax Haskell war am Tod von Deborah Comenius beteiligt. Er hat sich der Vergangenheit gestellt. Nun werdet ihr es ihm gleich tun. Nun ist der ich spiele schon zum dritten Mal. Echt? Krass. Wie weit bin ich jetzt? Echt? Kennst du dich aus? Ich werde die Geschichte erzählen. Ganz und gar. Wieso schreiben Affen und schreiben mich über Simpson? Immerhin, besser als die Menschen. Ihr zogt ihren Namen durch den Harlequin, weißt du, wie weit ich jetzt schon bin? Hexenjagd geben würde. Warum tatet ihr das? Ich habe sie nicht verleumdet. Es war die Wahrheit. Hälfte, zwei Drittel. Sie war verdorben. Sie war böse. Und sie war die Lehrerin unserer weit, okay. Kinder. Jemand muss dann die Kinder denken. Also über zwei Drittel, was? Das ist Schwachsinn, aber er scheint davon überzeugt zu sein. Wir kommen der Wahrheit näher. Hab mit dir schon 1000 Thomas gerne. Alles ist mehr als die Hälfte. Ihr habt sie in Ketten gelegt und ins Gefängnis geworfen. AMW! The Bayo! Hallo Bayo! Ihr habt sie im Puppenspieler wiedererkannt, richtig? Was war das? Puppenspieler? Das mehr als die Hälfte. Also keine zwei Drittel. Ihr habt's gewusst. Gebt es zu. Seit wann? Wie lange wusstet ihr es schon? Was ich weiß und ihr nicht, könnte eine ganze Bibliothek füllen. Geiler Spruch. Was ich weiß, ihr nicht, könnte ganze Bibliothek. Kontrolle über Helen ist gefährlich. Wenn sie das Kommando übernimmt, hat auch er das Sagen. Aber Pennington ist verdorben. Gut, wie läuft's bei dir? Wert gerettet zu werden. Auf deinen Nacken! Die Trackmeister an den Bayern den Abo geschenkt. Danke! Den hat sie richtig getroffen. So krass, man weiß ja. Bayo, so eure Zeit ist vorbei. Captain. Dankeschön. Vielleicht könnt ihr nun an der Aufarbeitung. Die Trackmeister ist jetzt übrigens mit Scotty gleich auf diesen Monat. Müsst. Und lebt mit den Konsequenzen. Bist ja einmal Efeu, das ist gut soweit, Frau. Stimmt. Das werde ich. Der eine war echt auch Bastardinovic. Aufopfern. Also, was wollen wir machen? Captain Pennington. Verschonen, diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass er hier aufsteigen kann. Du wirst die derzeitige Säule der Gemeinschaft verschonen und ihr die Verantwortung überlassen. Oder aufopfern. Du wirst die aktuelle Säule der Gemeinschaft auf einem Ritual der Schuld opfern. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Antea wiederbelebt werden kann, denn ein Ritual der Wiederbelebung ist nur dann erfolgreich, wenn der Großteil der Seele geopfert wurde. Was sagt ihr? Aufopfern oder verschonen? Aufopfern oder verschonen? Schonen, das Spiel ist extrem geil. Ich habe mich oft über die Deppen aufgeregt. Scotty hat ein Abo, ist wieder Lö führend. An Lucien Art. An Lucien Art. Hallöchen, Hallöchen. Oh, Scotty ist Leader. Scotty ist Abo lieber des Monats. Andrew Gavin sagt opfern. Wer sagt noch opfern? Wer sagt verschonen? Opfern oder Schoschonen? Der Kampf hat begonnen. Sollte Erkan Dude. Oh, shit. Oh, habt ihr Ding. Umfrage ist raus. Ah, shit. Sollte Erkan den Dude Schoschonen oder opfern? Danke, Maxi. Opfern oder Schoschonen? Kein Plan. Er hat die Leute in der Mine eingesperrt, ja? Brauchen wir Opfer oder Schoschonen? Keine Umfrage. Bam, bam. Also wenn ich opfern tue, dann wird meine Helen wiederbelebt. Meine Antea, meine ich. Ich trinke mal so lange Rotwein. Ihr gebt mir einen Auftrag, okay? Opfern oder Schoschonen? So kann man auf jeden Fall mal Umfrage auch mal wieder mitmachen. Umfrage ist zur Hälfte raus. Schau dir mal den Dude an, der ist doch nicht. Der Puppenspieler hat etwas mit dem alten Opfer von Captain Penningtons Skrupellosigkeit zu tun. Der Captain ist ein stattliches Mannsbild mit stolz geschwellter Brust, dank seiner vielen Erfolge auf dem Schlachtfeld. Er führt Männer und Frauen gleichermaßen und sticht aus jeder Menschenmenge hervor. Oder zumindest war es einst so. Denn schlaflöchende Nächte haben ihre Spuren hinterlassen. Sein Gesicht ist von tiefen Augenringen durchzeichnet und die Furcht treibt ihn dazu, unentwegt an seiner Taschenuhr rumzuspielen.
den Schnurrbart zu schonen. Die Umfrage sagt, aufopfern euch zu schonen. Opfern! 78% ist eine klare Ansage. Also, adios Paniken, du Bastardinovic. Ihr seid gescheitert, Captain. Als Offizier, als Mensch. Zwei sind für Opfern, zwei dagegen. Ihr habt einen Fluch über die Einwohner von New Eden gebracht. Nein. Das Fort braucht einen Anführer, an dessen Händen kein Blut klebt. Ich tue es. Ich belege den mit Schuld, der es verdient. Oh yeah. Oh yeah, adios. Oh. Taschen. Spielt das letzte Mal in seinen Taschen rum. Danke für die Umfrage. Oh, mit Würde. Schau mal, mit Würde geht daran. Der Mann hat Würde. Der hat Ehre. Der ist stolz. Hau Marv. Hau Gunjo. Oi, das, ob das wehtut? Das Leben den Lebenden. Tod, den Toten. Dios, Captain. Schwarz-weißer Bart. POV, wenn sie weitermacht, obwohl du fertig bist. Jetzt gibt's Küsschen, schon. Ein Mann zu viel gesehen, zu viel getan. Als Soldat, als Anführer, als Vater. Das ist schon geil. Wieder mit der Tyrannei. Die gehört eigentlich auch geopfert. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Die hat auch Dreck am Stecken. Bitte. Wenn wir überleben wollen, dann liegt viel Arbeit vor uns. Aber wir werden überleben. Boah, wie sie einfach die Kohle klaut von ihm. Ach so, er kriegt sie. Seien wir uns klar, hinter dieser Tür wurde Captain Pennington seiner Verbrechen für schuldig befunden und hingerichtet. So ist es. Wir haben getan, was notwendig war. Welche Geschichte ihr daraus spinnt, ist eure Sache. Genau. Abgeschlossen die Mission, oder? Die Minen, schön. Gestern, heute eigentlich zusammenfassen, wäre ein schöner YouTuber. Das ist auch auf YouTube so schön zum Anschauen, das Game, oder? Traums scheint hier nun gebannt zu sein. Grüße, Borsti, Hallöchen. Es ist getan. Hey, how you doing? Die Bürde der Führung Trophäe erhalten. Und 1008 Realenstücke. Neue. John, ich werde mir deine Tiraden. Ich habe einen neuen Meilenstein, neue Trophäenstufe erreicht. Es sind keine Tiraden, Vibe. Pennington ist zum Weichei geworden und wir müssen es ausbaden. Eine Flamme in der Dunkelheit. Der Captain ist ein Kriegsheld. Was ist meine Trophäenstufe? Ich glaube 220, oder? Respekt. Mal gucken. Helen Priest stellt sich der Wildnis um Hilfe. Guck mal, was ist meine Trophäenstufe? Stefan ist viel weiter. Schau mal, Trophäen. 220! 220 Trophies. 0 Platin, der Stefan, glaube ich, 10 oder sowas, oder? 46 Gold, 122 Silber, 1076 Bronze. Und bei Dings erst 27. Will ich halt nichts platiniere. Platin. Du, John, was machst du denn? Quest. Latrinen Unterkunft haben. Im Fortress. Wie viel Respekt hat dir das eingebracht? Hm? Geh zum Teufel und nimm dein Captain gleich mit. Da oben. Da können wir das Gewehr aufleveln, oder? Nur mal so, Dankeschön. Sehen wir uns gleich das bessere Gewehr, oder? Also, wie geht's weiter? Was hat Ceridine bei unserem ersten Treffen gesagt? Wenn wir den Einfluss des Nachtmars genug geschwächt hätten, könnten wir seine Festung über die Leere betreten. Debras Kontrolle über die Siedlung ist geschwächt. Die Leere, ui. Wir werden zu Ceridines Insel zurückkehren. Also, wir haben eine Sternenplatte gewonnen. Was hat der für einen Status? 260, 270, sowas, oder? Einfach so, hm? Nun, ja, einfach so. Stört dich was? Überstürzen wir die Hat er sich auch verdient, etwas? Der spielt ja so gnadenlos auf Platin. Wir haben bereits zu viel Zeit verloren. Wir müssen den Nachtmar besiegen, schon vergessen?
Manchmal hasse ich diese Welt. Noch eine freie Frau. Was ist mit? Sensibel, nett. Oh, ermordet von einer feigen Meute. Zu schwach, sich ihrer Mittelmäßigkeit zu stellen. Feiglinge, die sich hinter falschen Tugenden verstecken. Und für was? Sie würden nicht mal ihren Namen nennen. Wieso? Wieso sie? Die Menschen hassen das, was sie nicht verstehen. Ist so. Sie wissen es nicht besser. Sie fürchten und hassen, was sie nicht verstehen. Das ist alles, was sie wissen. Vor allem, wenn es um Frauen geht. Ach, Frauen sind doch lieb. Das ist jetzt sowieso nicht mehr von Belang. Eine Frau ist gestorben und es soll nicht von Belang sein? Von Belang ist nur, was wir jetzt tun. Welchen Missstand wir beheben wollen. Ich war wohl eine gute Lehrerin. Furz ist das neue Platin. Das hätte mir alles Mögliche zustoßen können. Ich war aufgeweckt. Das wird auch Mathe, das verstehe kaum einer. Empyreo, habe ich dich zum ersten Mal gelesen. Hallöchen. Ich sprach die falsche Sprache, hatte das falsche Geschlecht, die falsche Hautfarbe. Und doch habe ich dem Leben getrotzt. Ich hatte mir so viel mehr von der Welt erhofft. Was für eine Anmaßung. Zu glauben, niemanden zu brauchen. Meine Mutter, eine erfahrene Curandera, zu ignorieren. Und stattdessen auf meine Schwester zu hören. Was? Wie man aber nicht aufgehört hat zu gamen. Man gamet und gamet und gamet, das macht so Bock. Ich hatte wenig und wollte mehr. Das ist gefährlich, wenn man über Talente wie wir sie haben. Wie Kreativität in den Games drinsteckt, ne? Die ganzen Texte, die Storys. Zustoßen können. Aber das ist es nicht. Aber es ist etwas passiert. Deborah, ist etwas passiert. Und an dir. Und jetzt. Jetzt bezahlen wir den Preis dafür. Irie, hallöchen. Dein Leben noch. Was ist es noch wert, wenn ich von all denen geplagt werde, die ich ermordet habe? Es geht nicht um dich. Wir haben unsere Wahl getroffen. Wir haben uns entschieden, Rory. Du hast eingewilligt. Ei, das habe ich. Krass, oder? Hör mal zu. Das alles. Schauspielleiten Oscar. Es ist nicht leicht, das zu verkraften. Wir sind beide erschöpft. Ich auf jeden Fall. Ich kann nicht müde werden. Bin ein Geist. Aber jetzt raucht sie, schmeckt die Pfeife nach. Ich weiß, wie schwer es für dich ist. Du hast keine Ahnung. Nikotin. Überhaupt keine. Jetzt motzt sie rum, ey. Mein Bestes, es zu verstehen. Baby, hör auf zu motzen. Ich hab dich, bin dabei, dich wiederzubeleben. Ich mach das doch nur dafür sie, oder? Natürlich werden wir unser Ziel erreichen. Halt den Mund, Red. Boah. Halt den Mund. Sei doch nicht so aggressiv, Kleine. Es geht nicht darum, was wir erreicht oder geschafft haben oder wie weit wir gekommen sind. Ich soll uns ansehen. Sieh mich an. Ich verabscheue, was ich geworden bin. Siehst du das nicht? Ich wollte nur helfen. Acute Boah, krass, ruf die Bullen, wir sind geredet worden. Was ist jetzt hier los? Springen die Diskutiererei, oder? Er liegt ja trotzdem alleine da. Vielleicht hat er seine Ruhe, ist vielleicht gar nicht schlecht. Und her? Wo sind die jetzt? Und her? Und her? Ich wäre mit dir gekommen. Nicht witzig. Jetzt muss ich zu Fuß zu dieser verdammten Insel laufen. Shit. Aber erst mal das Gewehr aufleveln. Was ist jetzt passiert? What is happening? Finde Antea. Neue Quest. Die Liebe obsiegt. Finde Antea. Ach. So ein Scheiß. Ich konnte nicht aufleveln an dem Feuer. Das ist ja asozial. Da kann ich auch nicht durch. Das ist ja kacke. Haha, für den Arsch. Was ist denn das jetzt? Das kann ich nicht ans Feuer, das kann ich nur da lang. Das ist ja fies. Es gibt keine Antea, die ist einfach weggelaufen. Antea? Bitte sag mir, dass du da bist. Das ist ja fies. Ohne sie jetzt? Wo ist sie denn? Mason aus Space, Hallöchen! Ja, ohne sie kann ich das ja alles nicht machen. Jetzt kann ich nur blöd rumlaufen, oder was?
Das ist ja fies. Wieso hat sie mich, haben wir jetzt gestritten oder was? Lässt sie mich einfach sitzen, die. Oder? Da bist du ja. Wo ist bist denn? Du bereit? Ich bin gerade erst angekommen. Können wir reden? Warum hast du mich allein gelassen? Ja, echt. Du warst nicht alleine. Können wir jetzt gehen? Nein. Da soll ich jetzt hin, oder was? Oh, fuck. Wähle ein Ritual. Echo enthüllen. Antea gefunden. Da muss ich wahrscheinlich in die Leere rein. Das war falsch. War falsch, ich muss in die Leere. Boah, jetzt muss ich in die Leere. Nein. Das ist nicht das Ritual, das ich genommen hätte. Ich muss safe leer wandeln, oder? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Auch falsch. Wieso funktioniert es nicht? Fragen wir doch Seeker. Das alles muss enden. Und zwar lieber früher als später. Seeker? Lebt ich noch? Tue mein Bestes, meine Liebste. Das ist Seeker. Aber der Seeker kann ich doch gut einkaufen, oder? Rede mit Seeker. Die klebt da am Baum dran, die Kleine, oder? Hier ist ein Spektralnetz. Aber es ist neu. Es ist stärker. Aber ich glaube, ich krieg das hin. Mach das, Baby. Arsch. Heftig, oder? Hey, sagte bitte. Das wird nur einen Augenblick dauern. So eine Geisterfrau ist nicht schlecht, oder? Das Game ist doch geil, oder? Nun, meine Waffe nur aufgrund deines Willens zu zücken, ist ein wenig verstörend. Fusion. Der Zauber funktioniert. Ante ist jetzt in der Lage, ihre Spektralkraft mit Wets Waffen zu kanalisieren und sie einzusetzen. Dadurch kann sie stärkere Spektrale zerstören. Drücke X. Okay. Merkwürdig. Ich kannte Ceridine kaum, doch fühlt es sich so an, als hätte ich jemand unglaublich Wichtiges verloren. Ah, sie hat jetzt einen Säbel, okay. Habe ich dir schon mal gesagt, wie wunderbar ich dich finde? Sprich weiter. Das wird lustig im Kampf. Fuck, echt. Bin ich underleveled, meinst du? Schau mal. Harlequin, du kennst dich aus. Schau mal, ich zeig dir jetzt mal mein Build. Stärke 65, Geschick 57, Willenskraft 17, Weisheit 34. Kommt da noch viel mehr? Oder meinst du, das passt? Wenn er kann den meinen banished, finde ich jetzt schon krass, oder? Power Speaker. Mit Minen. Soll ich da wieder raus, oder was? Wo geht's da lang? Jetzt habe ich die Netze zerschlagen und weiter laufe ich im Kreis. Ach, da unten geht's lang. Das passt, okay? Das ist gut. Ah, es gibt noch nicht den goldenen Clou zum Aufleveln, ne? Ist da auch ein Feuer? Seekers detaillierte wissenschaftliche Zeichnung von verschiedenen Pflanzen. Ah, das ist gut. Sie zeichnet gut. Wie findet sie in diesem Saustall überhaupt irgendwas? Ist das im Moment gerade wirklich wichtig? Dreimal durchgespielt, echt der Hammer. Dieses Besuch richtet sich an alle Frauen, ob mit oder ohne Erfahrung in der Magie. Es erwartet euch eine Fülle von altem Wissen, das sonst in Vergessenheit geraten, vielleicht sogar verboten wäre. Viele Rituale sind hier niedergeschrieben, einschließlich des großen Rituals des Verbergens,
für den eigenen Schutz oder dem anderen. Okay. Eine Anleitung, wie man sich vor Menschen versteckt. Na toll. Wünschte, ich hätte eine. Moin, J-Lo. Ach, Jennifer Lopez ist da. Ist ja auch krass. Grace, liebes Kind, obwohl ich bete, dass du diesen Brief wohl und gesund empfängst, so gestehe ich, dass ich trotz deiner Beteuerungen daran zweifeln könnte. Ich bin nicht dumm, mein Mädchen. Ich weiß, dass mir dir etwas nicht stimmt und dass sich dein Vater sorgt, bla bla bla. Warum liegt dir ein Brief von Deborah Comenius? Und wer ist Grace? Salomon! Kein Weg zurück nach New Eden Town und auch keine Seeker. Unser einziger Hinweis führt zu Kate Newsmith. Vielleicht Kate Newsmith. Sie diese Grace und weiß, wie wir sie finden. Zu Katie zurück. Frage Kate Newsmith nach Deborah. Da muss ich ja ewig reiten. Da muss ich ja 1000 Meter reisen. Gibt es ein Lagerfeuer? Boah, das ist ja richtig weit weg. Ist da ein Lagerfeuer in der Nähe? Was soll man erst zum Spektralnetz? Gehen wir Richtung Spektralnetz, oder? Zu Kate Newsmith, das ist ja mega weit zu reisen, oder? Da ist irgendwo so ein Netz. Du hast die Fusionanzeige gefüllt mit Andrea Gleitz L2, um Fusion aufzuladen. Hast neu. Wollen wir tanzen? Ja. Wo sehe ich denn die Fusionsanzeige? Ist ja auch krass. Woran sehe ich denn das? Such dir einen anderen Gegner. Heiliger zuerst. Cool. Wenn die Schemenjäger funktionieren würden, wären hier keine Schemen. Ich würde mich ja gerne. Wir sprechen alle Deutsch in Amerika. Das ist wie bei diesen Hollywood-Filmen, wo sie auch alle Deutsch sprechen. Das wäre verrückt. Hans Sepp und Franz? Hans Sepp und Franz? I'm Hans and I'm Franz. Da war so ein Spektralnetz? Nee. Wo ist das Spektralnetz? Das ist immer diesen Weg anweisen, ist immer völlig falsch. Also ich muss wahrscheinlich dann doch da durch. Er hat einen blauen Handschuh gehabt. Hier rein. Jetzt kann sie auch da rein. Falsche Richtung. Da ist irgendwo so ein Netz. 48 Meter, 43 Meter, 40 Meter. Von da gehen wir dann zum Lagerfeuer, dass wir da hinreisen, zu Kate Newsmith. Ich habe gedacht, die haben wir umgebracht. Oh, Seelenscherbe. Was ist da unten noch? Hier war das, oder? Da waren wir noch nicht, schau.
Zeit zu verlieren. Noch ein Gang durch die Leere? Nein. Oh, komm, wir machen das. Intensitäts 1. 1 ist, heißt 1 super schwer oder ist es okay? Lerkan, meinst du es jetzt super schwer oder nicht? Leere kann auch so stressig sein. Das ist also Dungeons, ne? Wir lernen es einfach nicht, oder? Das ist ein Alpha-Peiniger Kill. Such dir einen anderen Gegner. Peiniger zuerst. Alpha-Panda. Der Alpha-Peiniger. Verbannte Bewegung, Trophäe erhalten. Du kannst mich heute um Hilfe bitten. Was? Abo-Falle. Viel Spaß. Gut gemacht. Waschmaschine. Salomon, liebe für euch. 6. Monat, Dankeschön. Salomon. Ehre, oder? Dankeschön. Fetten Messer und Support, das motiviert uns, weiter zu streamen. Die Trackmeister sagt das Zauberwort. Dankeschön. Die Lehre musste ich, glaube ich, gar nicht machen. Ne? Die mache ich jetzt einfach mal so.
Das ist die Leere. Oh, das sieht wieder nach Arena aus. Schieße nicht mehr, wenn sie heilen. Ah, der heilt, okay. Er hat wieder geheilt, okay. Muss ich erst die anderen machen. Irgendwie heilen sich immer alle gegenseitig so kacke. Hilf mir. Nimm das. Also, jetzt haben wir einen Hammer. Nur mal so einen kleinen nehmen. Kleine heilt schon wieder, die Sau. Schau mal, ich kann den gar nicht so schnell killen, wie der heilt. Schießen auf den Kleinen. Wollen wir wieder halt die Sau. Diese Heilerei nervt. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. So, den Kleinen. Jetzt haben wir nur den Großen. Wieso kommt da schon wieder einer? Wo kommt der her? Das finde ich immer, das finde ich an dem Spiel echt kacke. Dass dann trotzdem, du killst alle. Die können alle heilen, kommt trotzdem wieder. Weißt du, wo sie immer schneller heilen, als was, egal was du machst. Dann killst du dann der Heil. Schau mal, ich heil halt nicht, ja? Das ist die Kacke. Weißt du, was ich meine? Die heilen schneller, als du töten kannst. Harlekin, was soll denn das? Weißt du das, was das soll? Ist doch Kacke, oder? Und hast du den gekillt? Hat dich super viel Leben gekostet? Und dann kommt gleich der Nächste. Schau mal, das ist so kacke, wie schnell die heilen. Das ist doch echt scheiße. Das ist doch echt kacke in dem, diese Heilerei. Ich habe noch nicht mal die Chance, den anderen zu killen. Das muss ich.
sich selbst erledigen. Das ist jetzt... Und er ist wieder voll. Schau mal, der heilt schneller, als ich ihn killen kann. Warte kurz. Das ist doch bescheuert, oder? Du kannst ein Tier benutzen, die gerade nicht. Aber die heilen schneller, als ich sie killen kann. Das ist doch voll beschissen. Ja, du musst die Fleisch... Ja, aber du musst die Falsch... Was? Die Falschkeit? Was, die Fähigkeit verbessern, dass ein Tier später benutzt. Guck mal, jetzt sind wieder alle voll heile und ich habe kein Leben mehr. Und das finde ich bei dem Spiel, muss ich sagen, einfach scheiße. Weil guck mal, ich habe kaum noch Leben. Jetzt hab, einen habe ich jetzt gekillt, oder? Jetzt kommt wenigstens kein neuer. Jetzt habe ich nur noch ihn. Bleibt's jetzt dabei oder nicht? Kommt jetzt wieder einer. Also wenn es jetzt dabei bleibt, ist okay, ja? Aber wenn jetzt wieder einer kommt... Er darf jetzt nicht mehr heilen, oder? Er darf doch jetzt nicht mehr heilen. Erzähl mir den. Er heilt auch so schnell! Ich bin hier, verdammt nochmal. Geh, 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 mach, mach. Erstmal gelb ist, halt er nicht mehr, oder was? Oder halt er trotzdem? Mach, mach! Ach, fick doch das Spiel! Deine Reise, fick dich! Das Reise ist zu Ende. Das ist, erstens, Hallen geht total schnell. Hallen geht einfach nur viel zu langsam. Und was jetzt zum Beispiel gerade, ich hatte den gelben Balken voll, hab voll gehabt. Das ist einfach scheiße bei dem Game. Erstens, warum kommt da noch einer? Zweitens, ich habe gerade einen gelben, ich habe X gedrückt und der hat, ich hätte ihn jetzt gekillt, ja? Das fand ich jetzt total asozial einfach. Die Schwelle zu übertreten? Ach, rein die Klappe. Weißt du, was ich meine? Der war schon auf gelb. Ich hätte jetzt nur noch gelb eben einfach nur die Seele nochmal rausnehmen sollen. Asozial war das. Und die Beliebigkeit, mit der die Gegner dann immer wieder nochmal neu kommen, ist ja nur eine Lehre. Das ist ja nur so zum Geißler. Jeans, wenn du deine Hände mal und es... Hab ich da, das Handy hat es geschrien? Da ist noch einer. Ich stehe bereit. Das wird aber diesem Alpha. Diesem Alpha-Peiniger, wo ist denn der? Die Logik immer, wie die Gegner kommen, finde ich ein bisschen nervig. Willst du nicht endlich verschwinden? Ich finde es immer, wie die immer. Erst den anderen fehlen. Ich habe eigentlich auf ihn auch gedingt. Das ist eigentlich ganz cool, dass das schnell, sich jetzt schnell, dieses das Gelb sich schnell auflädt. Dann ist mein Platz.
Jetzt habe ich einen Alpha-Peiniger. Jetzt habe ich einen Alpha-Peiniger, den habe ich jetzt. Das lädt sich doch jetzt auf, oder? Er lädt sich doch healthmäßig jetzt wieder auf, oder? Weil ich baue das Leben. Lass mich dir helfen. Ich bin doch schon durch. Darf ich auch mitmachen? Ich finde diese Heiler halt immer sehr beliebig, ja? Was ich meine? Oh, sie ist wieder da. Boah, die Sau! Wenn er mich einmal erwischt, dieses Bastardinovic-Gewicht, echt. Weißt du, ich finde diese Heilerei, die ist so rapide. Die heilen sich alle so schnell. Finde ich echt scheiße. Das finde ich wirklich bei diesem Game völlig unverhältnismäßig, wie schnell die sich heilen. Und das ist ein Malus von dem Game. Und deswegen spielen die Leute das Spiel auch nicht, weil das einfach kacke ist. Diese Heilerei, dass die sich so schnell heilen. Weißt du, wenn sich die Gegner schneller heilen als du, das ist irgendwie dumm. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja nur der Vorkampf. Muss ich mal auf einen konzentrieren? Was soll's? Mach ich's eben mal ein. Siehst du, wie schnell der grüne Balken hoch nach vorne geht? Und dann gehe ich einmal rum, es sind wieder alle geheilt. Schau mal, es sind wieder alle geheilt. Und das sind nur die Vorgegner. Sind alle geheilt, Schwetten? Achtung, Abo-Falle. Was habe ich gesagt? Das ist doch scheiße. Neue Waschmaschine. Und wenn die von hinten kommen, kann ich nicht. Ich kann nicht gegen nach hinten und vorne gleichzeitig blocken. Schau mal hier. Zurück zur Hölle mit dir. Und der ist auch wieder da, oder was? Das ist nicht mal der Endfight. So. Du musst als X-Aufladen sehen. Ja, dann geht's. Ja, das ist aber echt auch schneller. Das war jetzt bei dem schneller, ja. Das stimmt schon. Hast du recht, Rexi. Wir probieren es ja nur. Wir müssen ja diese Lehre nicht machen. Aber wir haben auf jeden Fall wieder Levelpunkte bekommen, oder? Lass nichts gefallen, Erkan. Stefan, ja, ich mach nur kurz den Kill hier und mach ich dich in Discord an. Oder warte, kann ich das jetzt mal? Warte mal. Man wird dich nur leise hören. Nee, krass. Hallöchen. Hallo, was geht? Warte, wo ist der Baum? Wo fliegt das Ding hin? Ja, weißt du, die heilen halt so schnell. Sind voll die Heiler. Bringen sie alle um. Geht nicht. Geht nicht, weil die heilen schneller als... Ich habe halt nur 5 Leben und die heilen die ganze Zeit. Da komme ich doch her, okay. Oder? Und jetzt kommt wieder... Und dann hast du gekillt und dann wachsen sie wieder aus dem Boden raus und du weißt gar nicht, warum. Wie ist der Entwicklungsbaum? Zeig ich dir gleich. Ja, okay. Weil irgendwo noch irgendwas die immer wieder zurück ins Leben holt. Ja, irgend so eine... Nee, weißt du, das Fies ist mittlerweile, dass die Gegner sich so mega schnell immer selber heilen. Und du, das sind 5 Gegner und du musst den einen nach dem anderen runterkillen. Du hast überhaupt eine Chance.
Und was zum Beispiel auch gerade war, an den kann ich zum Beispiel noch gar nicht killen. Der heilt sich sowieso, kann ich vergessen. Kann ich meine Energie vergessen. Den brauche ich gar nicht killen. Den brauche ich gar nicht angreifen. Jetzt heilen die auch wieder, pass auf. Und die heilen schneller, als ich sie killen kann. Das ist aber nicht nett. Nee, ist nicht nett. Ist wirklich, wirklich schon. Naja, das sehe ich schon. Schneller, als ich nachladen kann. Und dann muss ich wieder ausweichen. Dann in der Zeit, wo ich ausweiche, heilen die schon wieder. Ja, sehe ich. Den hab ich vielleicht. Einen habe ich, einen habe ich. Aber zäh. Und dann wächst der nächste aus dem Boden. Nee, ist echt so. Voll God of War Vibes. Diese Arenen. Ich kann gar nichts machen. Wir sind alle wieder voll. Und kann man auf diese komischen Flächen locken, wo dann die Dornen herkommen? Ich brauch echt mehr Schaden. Ja, er kriegt da eh keinen Schaden. Bei ihm ist alles vergeudet, weil er heilt sowieso viel schneller. Erst auf die Minions, ja, ja. Aber krass, die schon. Ja, der war gut. Critical. Dieser bisschen verzögert. Ich bin hier, verdammt nochmal. Der Teufel soll dich holen. Jetzt habe ich nur noch ihn, oder? Na, jetzt kommt da nochmal einer. Der heilt ihn auch wieder. Hat sie beide Skills? Harley Quinn hat wenn ich ihn habe, wenn ich ihn habe, dann habe ich eine Chance auf den großen. Jetzt kommt er wieder von hinten, die Sau. Der darf nicht heilen, der ist auf Rot, ist gut. Komm wieder schnell halt. Nicht auf Gelb, ne, mit ihm bin ich nicht auf Gelb. Folge meiner Stimme. Ja, du bist gut, ey. Schau mal, wie der schnell. Der heilt so schnell. Ja, voll links. Ich muss mal so aufpassen. Steh nicht so dumm. Ja, dann wechselst du zu ihr wieder rüber. Und jetzt ist er wieder schon wieder geheilt. Während ich einen Schaden mache, heilt er schon wieder. Weißt du, was ich meine? Ja, aber er ist schon ziemlich down. Weißt du, ich meine, ich mache einen Schaden, er heilt schon. Währenddessen. Ja. Jetzt ist er wieder geheilt. Das ist nur der Kleine. Schau mal, wie der sich auflädt. Das ist doch scheiße. Das ist doch einfach scheiße, wie schnell der sich auflädt. Siehst du das, wie schnell der sich auflädt? Der ist wieder halb da. Ja, ja. Scheiße, Mann. Wie soll ich den töten? Ich kann den gar nicht so schnell schaden. Ja, fick dich doch. Rex schreibt, ich auf X auf den Dicken. Auf X drücken, ja, ja, Rex, das weiß ich schon alles, das ist lieb gemeint von dir. Aber ich meine, ich will euch ja nur zeigen, ich hau ihm 1 drauf, ich hau ihm 2 drauf und er heilt schon wieder 50%. Und ich kann nicht immer X drücken, also es ist alles... Weil du hast 5 verschiedene Abilities und die laden sich immer neben auf. Das ist als Zuschauer, bitte Rex, versteh das. Das X gibt aber die kleinen Sterben. Okay, das siehst du wie beim Fußball. Erkans Zocker, Regel Nummer 1. Das Spiel ist schuld. Regel Nummer 2. Bitte gib mir das gute Squad Energie. Ist schuld. Regel Nummer 3. Die Map ist schuld.
gemein. Oder? Also Schadenfreude bei allen Ehren, aber manchmal ist auch zu viel. Ich habe nämlich gerade einen Satz gesagt. Ich weiß, es überlagert sich manchmal, aber ich spiele es ja auch für euch, damit ihr, es ist wie beim Fußball, schießen ins Tor. Ich kann es immer nur sagen, wenn der Torwart nach links spielt, schießen halt oben rechts rein. Ja. Das war jetzt schon ein bisschen böse. Es ist wirklich so, beim Zuschauen ist es immer leicht gesagt, drück halt das, drück's halt dann. Nimm mal einen Controller in die Hand und drück's. Ich kann euch sagen, spielt's selber. Tut mir leid, dass du bekommst. Ja, ist okay, Rex, aber es hat mich gerade schon ein bisschen gestresst. Spielt es selber, nimmt den Controller in die Hand und drückt genau in der richtigen Sekunde genau die richtige Kombi, wissentlich welches Ding. Ja, das war jetzt erst der zweite Versuch. Aber du hast ja gesehen, Stefan, wie ultraschnell die heilen, ne? Absolut krank, Alter. Hey, also, du, ich habe gestern bei GTA habe ich eine Stelle gespielt, da musste ich mit einem Modellflugzeug fliegen und ich habe einfach nur gekotzt. Ich habe nur gekotzt. Ich war so. Das ist was anderes. Mit dem Fliegen ist es immer eine eigene Nummer. Aber ich finde es halt bei dem Spiel ist manchmal nicht abgestimmt. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Manchmal wird sowas ja auch im Nachhinein korrigiert. Ich schwöre, ich kann ja gar nicht verstehen. Das ist zu schnell, wie die heilen. Also, es kann ja nicht sein, dass ich einen Schaden. In der Sekunde, wo der Schaden bekommt, heilt er schon wieder. Ja. Ja, krass. Ich habe es ja gesehen, da ist er schneller geheilt, als du ihn schlagen konntest. Oder? Hast du gesehen, ne? Da muss ein anderer Weg sein. Ja, nee, ich meine, ich bin schon ziemlich weit aufgelevelt. Nee, der Gag ist der, du musst es wirklich ziemlich exakt machen. Du musst es mega exakt machen, dann geht's. Und du darfst halt wirklich keinen Schaden kriegen und du musst genau, schon richtig, du musst dann mit Gelb des Rex, mit Gelb die Seele rausziehen, dann sie, wenn sie auf. Es sind so 4, 5 verschiedene Dinge, die sich immer aufladen und die musst du wirklich abgestimmt reinknallen. Ja. Und teilweise wahrscheinlich auch im richtigen Augenblick dann parieren oder sowas. Was denen auch mehr Schaden macht oder so? Ja, aber was hilft mir parieren? Ich kann nach vorne parieren, wenn mir hinten einer draufhaut und ich mein halbes Leben verliere. Das ist immer so, weißt du, was ich parieren? Das ist schön eins gegen eins, aber wenn 3 Typen da oder 4 Typen da sind, dann brauche ich nicht parieren. Nee, schon klar. Armspiel hat im ersten schon mal ein Rage-Quit gemacht. Das sagst du? Es gibt ja trotzdem Situationen, wo man geht, ausnahmsweise. Das kann dann auch bei dir. Was sagst du? Oh, sorry. Nix, alles gut. Es gibt Dings, was hat Situationen, wo das Parieren möglich ist. Ja, das Parieren ist sogar wichtig. Wenn du es richtig machst, dann kannst du da sogar aufladen, sogar Health aufladen, je nachdem, was du geskillt hast. Und es ist wichtig, das Parieren, weil nur wenn du Nahkampf schlägst, lädst du die Geister-Ability für sie auf und du brauchst sie. Sie rettet dir eigentlich die ganze Zeit den Arsch. Ne? Also, wenn sie kämpft, mit jedem Schlag, den sie macht, verliert sie Power. Und dann ist sie auf Null. Und das Schlimmste, was sie passiert, ist, dass sie auf Null ist und du bist fast tot. Ja. Das kommt noch schlimmer, schreibt der Harley Quinn. Fies. Die Lady ist es, oder? Die Harley Quinn. Die Harley Quinn, okay, ja. Nee, aber trotzdem Spaß gemacht. Also, Liebe obsiegt, es war ja eigentlich nur eine Lehre. Also, die muss ich machen. Ich muss jetzt eigentlich 1000 Meter zurückreisen. Es war diese Dinge, diese Dings. Ups. Und wie weit die Map schon ist, ist so krass. Krass. Das heißt, sieht eigentlich nach nichts aus, aber. Musst du öfter wieder an andere Punkte zurück, wo du schon mal warst, oder ist es eher so eine Art. Ja, jetzt ist genau der Punkt. Also, jetzt müsste ich eigentlich hier zum Lagerfeuer gehen. Damit ich ganz zurück zu. Die müsste eigentlich hier sein, ja. Die war ziemlich am Anfang hier, genau. Da habe ich ihre Schwester gesehen. Fett. Im Enkern muss Erker noch den Efeu bearbeiten. Scheiß Efeu. Entwicklungsbaum. Ja, Entwicklungsbaum. Ich finde es immer, das finde ich zu viel. Weißt du, was bei dem Spiel auch total beschissen ist? Du kriegst dann immer was, zum Beispiel hier. Ah, da geht's. Wenn ein Tier ein Gegner besiegt, werden 5 Leben verwendet. Gibt's oft so Abilities. Oh, krasse Donation! Krass, Alter, ey. Sie kriegt was und er verliert dafür. Das ist total oft. Ah, okay. Sexy, 18 Euro, du bist ja ein Schatz, dankeschön. Für den Tabak, das nix, da geh ich morgen auf deinen Nacken Tabak kaufen. Das liebt Sexy, dankeschön. Aber ich lieb dich trotzdem. Danke, Rex, alles cool. Alles cool, ich weiß ja, du meinst es super lieb und du bist ein mega geiler Super-Supporter generell von dem Stream. Vielen Dank, Rexy. Und auch super happy, dass du unser Mod bist. Danke, Rexy. War auch nicht böse gemeint für den Wals, nur wo ich gesagt habe, Mensch, ich weiß es ja. Ne?
Der Scotty war ja der Böse. Scotty? Nee. Der hat dann den Alert gespielt, glaube ich. Ach so. Ja, der kam halt gerade, als ich was sagen wollte. Das ist immer so. Aber das, ich habe ja auch gleichzeitig gesagt, der könnte nichts dafür, weil das hat sich halt blöd delayed. Ja. Ich war so gerade so, ich wollte gerade was erklären und man denkt so, was scheiße. Ich bin ja halt gerade das dritte Mal gestorben. Stefan, du Petze, ey. Scotty hat irgendwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt für einen Veranstalter, der Security war nicht so kompetent, weil die haben die Besoffenen alle machen lassen. Wobei das ja vor Ort immer anders ist. Und er meinte, in der VIP-Lounge war der Sound nicht so toll. Ja. Und es hat so ein bisschen Feeling gefehlt, so von der Veranstaltung her. So. Künstler waren okay, gut. Das können wir ja weitergeben, ne? Ja. Danke für den Hinweis, Scotty. Ja, fand ich schon gut. Ist ja konstruktiv. Ja. Warte hier zum Beispiel. Mann. Harley Quinn sagt, du kannst es ändern. Es ist nicht fix im Baum. Ich weiß, ich kann das ändern, aber ich weiß jetzt nicht, was ich da groß ändern soll. Also, wenn ein Tier, habe ich ja aktiviert, wenn ein Tier Leben besitzt. Kann man das dann pro Challenge, je Challenge quasi neu einstellen alles? Zum Beispiel hier, du erleidest 15% weniger Schaden, aber die Ablenkungszeit von meinen Werten 30. Den kann ich jetzt zum Beispiel wegmachen. Nee, kann ich nicht. Wenn du ein Gegner mit Hilfe getroffen wirst, jetzt sich jemand. Achso, den kann ich wegnehmen. Gar nichts kann ich da ändern. Ah, da habe ich noch keinen einzigen Grün eingesetzt, was? Scotty war nur wegen uns da. Oh Mann, Scotty hier. Du brauchst die blauen, ja genau, ich brauche die blauen. Den kann ich wegnehmen. Was? Der war ganz gut. Die maximale Untersuchung wird in 2 erhöht, das ist aber super. Aber die Ablenkzeit, wenn man wird in 30 wird. Schau mal hier, immer dieses Aber. Die maximale Anzahl der Sud, das ist Health, Ladung wird um 2 erhöht, was ist super, von 3 auf 5 war mega. Aber die Ablenkzeit von Manifestation wird um 30% erhöht. Es dauert länger, bis ich wieder da mitmachen kann. Und die blauen? Du erleidest 15 weniger Schaden, für die gerade abklingt. Das kann ich zum Beispiel wegnehmen. Erstattung. Und das kann ich erstatten. Und dann kann ich, was war das hier? An der verursacht weniger Schaden, für die der Schaden abklingt. Was war das mit Health hier? Wenn ein Tier ein Gegner besiegt, werden 5 Lebenspunkte hergestellt. Das kann ich zum Beispiel aktivieren jetzt. Jetzt habe ich 3 rote. Wieso sind die ganzen anderen roten weg? Wenn der Gegner mit dem Gewehr getroffen versucht, der nächste schwere Angriff 30% mehr Schaden. Ja, das spiele ich auch selten. Harley Quinn, du kannst doch hier Bilder gerne in unseren Discord reinposten. Hau rein, ja klar, Logo. Der ist ja sehr defiziler Gaming, der Dings. Du willst Baumbilder schicken? Ja, Mann, Posi-Album rein. Na gut, aber es ist ja Stefans Gaming-Zeit. Leute, ich will dich nicht weggehen, weil Stefan ist morgen nicht da. Ja, Mann. Guck mal. Bei GTA San Andreas kann man 123er Benz fahren. Ich gehe noch ganz kurz zum Lagerfeuer. Wo ist denn das? Ja, Mann, mach. Lass sie nicht einfach. Mit der Gitarre setzt sie sich hin und singt dann Bon Jovi-Songs. 34 Meter. Weil da kommt man so schwer hin, dem Scheiß. Das ist auch bei dem Spiel, da muss man sich dran gewöhnen. Du kannst nie den direkten Weg gehen. Es ist immer um die Ecke. Was ist denn hier? Nein, da will ich nicht. Ich will das nicht. Noch ein Gang durch die Leere? Nein. Hast du das gespürt? Es ist nah. Weißt du, ich will zum Lagerfeuer. Da ist das Lagerfeuer, da wo das Blaue leuchtet. Aber Lagerfeuer ist besser mit Abspeichern, deswegen. Ich könnte auch meine Waffe aufleveln. Sehen wir gleich mit roten Ampeln. Jeff fährt wieder rote Ampeln. Ey, Mr. Ja, das ist so mies. Mr. Bocklet. Hey. Ich kann mich Inventar, das kann ich noch schnell machen. Ich versuche mehr mit der Trambahn zu fahren. Gewehr kann ich mich aufleveln. Ich habe jetzt dieses Mega-Gewehr. Kann ich das aufrüsten? Geißelanlage, das geht jetzt auf 49 hoch. Ah, Schelmenhorst, Schlickschild. Was habe ich hier? Ah, Säbel kann ich auch aufleveln. Der ist eh schon gut, oder? Der 17er. Den kann ich aufrüsten auf Dings.
Von 17 auf 19. Bin ich da auch schon besser. Golden, golden, rot. Harlequin, oder? Sieht man da schon mal besser aus. Wale, Wale mit Kristalle. So schaut's aus. Jetzt schlafe ich da. Oi, da schlafe ich da. Gut, Leute. Ist besser, ne? Besser habe ich jetzt schon mal. Da mache ich jetzt. Ach, es ist zwar Kleinigkeiten, aber das, die Schaden machen mehr. Und jetzt gehe ich, wenn dann zu Kate, so verbessert als meine. Sogar besser als meine. Ah ja, echt? Kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen. Ja, beim ersten Try habe ich den Dude ja fast besiegt, ne? Also da hat es ja nicht so viel gefehlt, da wusste ich gar nicht, was passiert. Im zweiten war ich nicht so gut. Schätzekinses, morgens habt ihr mich wieder am Arsch, oder? Soll man morgen aus? Soll ich morgen ausfahren lassen? Oder soll ich morgen streamen, Leute? Lassen Erkan tanzen, wenn ich morgen streamen soll. Mach dir Bilder rein. Was? Wo Bilder rein? Bilder von seinem Baum macht er in den Discord. Digga, ich bin immer noch kaputt vom Wochenende, ehrlich gesagt. Rexy, ich liebe dich, ich liebe euch alle. Ich liebe vor allen Dingen unsere Moderatoren, die da sind. Blue Eyes, wir sind Chris LaFunk, wir sind Rex. Danke, Rexy, super nice, dass du uns gefunden hast. Freut mich echt sehr. Mr. Bockletsch, TD Sven, Daddy, Zusei, Chuxi. Kai McCoy, Daria. Habe ich ihn vergessen? Nein, das tut mir leid. Danke für den Stream. Scotty, schlaf gut für Stefan. Schlaf gut, Erkan. Die 200 sind für den Stefan. Hast du. Hau es dem Stefan rein, der braucht's. Heilige. Hm. Ihr haut halt voll die Bits raus. Du holt die Jaysies. Weißt du was? 100 ich finde auch sowas so geil. 100 Bits, 200 Bits, 300. Hutcher, ich finde es so geil. Du bist auch schon so lange dabei und supportest uns so lange. Finde ich mega geil. Hojay ist der, der uns aufs Klemmen gebracht hat. Musst du mal überlegen. Was echt, wir oder? Haben. Ja, Hojay hat mir damals den Ad-Ad geschenkt. War das so, Hojay, oder? Sag ach, mal. Wie krass. Hojay hat mir damals den Ad-Ad geschenkt und hat gesagt, komm, mal klemmen mal ein bisschen. Und so hat das alles angefangen. Ich meine, ungefähr 30 Klemmbauprojekte später, glaube ich, nicht gelogen, 100.000 Klemmbausteine später. Ja, genau, so war's, ne? Liebe Getrausheilige, Dankeschön. Aber war so, Hojay. Also wirklich, ich habe safe schon 60.000, 70.000 Steine verklemmt. Allein jetzt die letzten drei Projekte waren 15.000. Ist das geil, hey, was du noch weißt, Alter. Ja, war der Hut. Oder Hut. Lässig. War der Hut, Jay. Ja, manchmal erinnere ich mich an Sachen. Komisches Gehirn, oder? Es kann gar nicht anders sein. Kann gar nicht anders sein. Es kann gar nicht. Leute, unser neuer Podcast ist super. Ist schon raus, hast du hochgeladen. Ja, genau. Danke dir. Ja, ist schon draußen. Ja, gönnt euch.